wieder, spinnt schon wieder. Was hast du denn du da gemacht? Gedruckt. Schau dir das an. Ja, das ist 04er Nozzle, Filament weiß und dann mit weißen Chromlack über ein selbstgedruckter Propeller. Ja, genau, das ist wie bei den Mücken und bei den Wespenflügeln. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Wespen und Mücken an der Randleiste hinten lauter kleine Wimpern dran haben. Und das ist hier wahrscheinlich der Versuch, das umzusetzen, oder? Ja, genau. Du hast es erfasst. Ich habe das schon genauestens verfolgt, was du da gemacht hast. Weil der Martin hat nämlich Makrofotografie geübt. Ja. Und da ist mir das... Ja, wie Wimpern von den Schuppen gefallen, ja, genau. Wie Schuppen von den Haaren, von den... Wahrscheinlich hat das total pragmatischen Grund, wahrscheinlich irgendwie so, dass du da die Flügel irgendwie damit reinigen kannst, weißt du? Ja, die Frage ist nur, sind die Wimpern hinten, also das wäre dann, wenn das eine Mücke hier wäre, was es ja auch ist, müssten wir jetzt da hinten lauter so 5 bis 10 mm lange, ja, was wäre das... Was ist denn jetzt schon wieder? Warum fährt denn jetzt das aus? Was gibt es denn interessant? Oh, nee, mein. Jetzt weiß ich endlich, warum mein Zoom, meine Brennweite immer so rausfährt. Wenn ich das nicht im Servo habe, dann ist die Schwerkraft hier tätig. Dann ist die Schwerkraft tätig. Super. Und wundere mich jetzt gerade, ey, warum zoome ich so euch hin? Das ist ja interessant, das zu sehen, ey. Ja, nee. So im atomaren Bereich, oder? Ist leider kein Makroobjektiv drauf. Also wie schon gesagt, noch einmal, bei die Bienen, nee, Bienen weiß ich nicht, bei Wespen und bei Mücken habe ich das auf jeden Fall gesichert, sind dann da lauter so Wimperhärchen nach hinten raus. Ja, ja. Also wenn man das bei dem Flügel hier sieht, müsste man so 5 mm hinten hin machen. Aber die Frage ist, ist es auftriebsfördernd oder ist es geschwindigkeitsfördernd? Es dient wahrscheinlich zur der Ableitung der statischen Energie. Dann ist Geschwindigkeit. Durch die schnellen Bewegungen der Tragflächen, dass es dann nicht zu Blitzentladungen kommt. Also, dass es nicht zerreißt. Du musst mal bei echten Fliegern musst du mal gucken. Die haben nämlich auch solche Dinger hinten raushängen. Ne? Das ist dann tatsächlich. Ja, aber das ist ja geschlossen. Das ist wie ein Wimpern. Also es ist komplett über den kompletten Flügel. Da gibt es schon ein paar Tricks in der Natur, da wo du dir denkst, wozu, ne? Das müssen wir mal probieren. Wir müssen da jetzt das nächste Mal, wenn der Snoopy wieder geschert wird, ja? Dann nehmen wir die Haare und dann kleben wir die da hinten nochmal mit der Pinzette hin. Meine Theorie zu flauschigen Randbögen kennst du ja, ne? Die wir damals verfasst haben. Das war glaube ich sogar der Harten, wo ich da diese Randbögen drauf gemacht habe, ne? Und wo absolut abreißfestes Flugverhalten auf einmal stattfindet. Ja, also raue Oberfläche ist immer gut. Ja, genau, also turbulent ist super, ne? Also man muss nicht immer voll Laminar daherkommen, so High-End-mäßig. Ja, wenn es nicht schnell sein muss, dann sowieso. Also turbulente Oberfläche ist schon genial, sieht man ja an den ganzen Schaumwaffeln. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt muss ich aber den Servo bei deinem Flugstil muss ich das wieder ausschalten, weil da reicht die Zoomgeschwindigkeit vom Motorzoom nicht aus. Was natürlich beim Druck auf dem heimischen Drucker dazukommt, ist eine gewisse Umwucht. Ne? Und die habe ich jetzt dann auch versucht mit dem Lack auszugleichen. Da habe ich dann lackiert, habe es dann auf so eine Propellerwaage gehabt und habe dann immer lackiert und schaut, welche Fläche jetzt gerade wieder nach unten sinkt. Dann getrocknet und wieder drauf lackiert und irgendwie ist dann so eine gewisse Wuchtigkeit da draus gekommen. Nachdem es dann abgetrocknet war, war es natürlich wieder für den Arsch, aber egal, ich habe es dann mit Klebeband wieder ausgeglichen und jetzt ist er einigermaßen rundläufig. Und jetzt funktioniert es hoffentlich so. Also dann, probier mal, ob der Propeller funktioniert. Oh, ja, mit dem vollen Akku wäre es noch besser. Warum? Oh Mann. Das ist ja übertrieben. Okay. Ich geh mal. Ja, ich hol noch mal deinen neuen Akku. Ja, genau. Kümmer du dich mal um die Technik. Um die Elektronen. Was? Akku verwechselt. Akku auf Druck. RIP. Ich hab bloß den blauen Akku gesehen. Du brauchst ein Edding, dass man das besser sieht. Ja, dann hab ich mit dem da verwechselt. Also dann, change die Akkus. Leichte Verblödung. Momo, langsam.
Wir wollen das schon drauf haben, wenn du da abstürzt. So, jetzt müssen wir mal umgreifen hier. Haben wir einen super 8 Griff. Ja, schaut gut aus. Das ist wichtig. Also wollen wir mal, ja? Ja, mach mal. Ja, das ist Alter! Oh ja. Ich sag's dir, diese raue Oberfläche von dem Propeller, die ist leistungssteigernd. Ja, das Ergebnis, wenn man dann, wenn der Timer hier fertig ist mit dem Ganzen, wie viel dann noch in dem Akku drin ist, dann schauen wir mal, wie effektiv das Ganze ist. Vielleicht wollen wir ja gar nichts anderes mehr. Ups, ist. Oh, ja, hast du es gesehen? Ja. Direkt am Flug, also direkt vom Windrad vorbei. Der Flieger war halb so groß wie die Kanzel. Das war eine gefährliche Annäherung, sag ich dir. Schau mal, ist das immer noch Sahara-Staub hier eigentlich? Ja, wir haben immer noch leichten. Gestern war es ja total krass. Mit der Drop-Ausführung müssen wir heute starten. Zusätzliche Sandfilter am Motor. Jetzt bin ich schon erschrocken. Da vorne kommt der Auto, aber der steht ja schon hier. Traum ich jetzt! Was Sachen machen? Das geht, das Teil. Ist ja cool. Aber ich bild meine, der ist lauter, ne? Ja, aber immer noch dezent. Zum Glück hat jetzt der Wind wieder aufgehört, ne? Ja, aber deutlich. Also das ist ein Windstill jetzt, ne? Ja, dann nimmt er so die Nase hoch, ne? Hoppala. So, mal schauen, wie sich da als Blattspitzen-Spliss auswirkt. Ob es ihn gleich zerlegt oder ob er auch haltbarer ist. Schieb das nicht immer auf den Kameramann. Und, alles gut? Ich weiß nicht, ob diese Dellen da im roten Bereich schon waren. Auf jeden Fall ist da genau grün jetzt. Das wird wahrscheinlich. Grün ist von der Wiese, oder? Halt mal kurz. Sag ich mal. Keine Ahnung. Ja. Kann ja sein, dass das schon. Dass das wird schon passen. Nicht drüber nachdenken. Nichts, was man irgendwie ignorieren kann. Obwohl, ein bisschen lauter kommt man damit vor, oder? Ja, hat auf jeden Fall einen Schlag ab. Also so einen halben Mond hat es da rausgerissen. Tropfen Sekunden lieber. Alles gut. Auf jeden Fall funktioniert das, das ist genial. Haben wir mal so eine Arbeitsfläche voller Propeller über Nacht laufen lassen? Oh, was macht denn wir denn hier schon wieder? Ein bisschen Zweitakter-Feeling ist jetzt dabei, ne? Vom Geräusch. Hoppla, wie eigentlich ein Lücken drin. Aber die Krummigkeiten sind noch gewaltig. Ja, das ist Sahara, 100 Pro. Ey. Ja, immer noch. Aber schau dir diese Strahlen an von der Sonne. Das ist um Welten weniger als gestern. War alles noch leicht braun. Alter, Verwalter. Da ackert ein Reifen. Jetzt hat's den Propeller aber gekillt. Hey. Wie?
Schau. Oh. Aber gleichmäßig. Das ist aber, ich glaube, der ist ausgewuchtet. Brutaler Blattspitzensplisse. Ja, okay, aber es funktioniert. Wie lange hast du denn gebraucht, um den auszuwuchten? Oder hast du das erspart? Was ist Wuchten? Ja. Nee, ich habe halt in alter Manier ein Stück Isolierband genommen, habe das hingepappt und dann Gas geben und dann schneller, schlechter oder besser. Ja, und das hat funktioniert. Und bis dann die optimale Position gefunden hast, 30 Sekunden, keine Ahnung. No, du fliegst, jetzt holt er einen neuen Propeller, will er da rausholen. Nein, einfach so, der ist gewuchtet, das hast du gerade, gib mal Gas, der ist gewuchtet. Genau so, nichts dran machen, nichts dran machen. Ja, das Gesicht vielleicht weg. Was ist da jetzt weggeflogen? Ja, deswegen halte ich den so, ne? Ja. Niemals so, ne? Dass du ja da in dem Trümmerfächer drin bist. Ja, also mit gewuchtet hat das nicht mehr viel zu tun, hey. Da fällt schon war total leise. Du war doch leise, bis auf das da ein Stück weggeflogen ist. War alles gut, finde ich, vom Ton. Aber dein Fahrwerk musst du ausrichten. Ja, das überschlägt da immer, ne? Das ist schon, da fehlt schon deutlich was. Der Fluchtgefahr hier, ne? Nein! Dieses ausgefranste braucht der Propeller. Das darfst du nicht ändern. Doch, da muss es sein. Ich bin da echt schmerzbefrei. Mal schnell. Jetzt hat er da. Das ist wenigstens andersrum, ey. Gleichmäßig, oder? Nicht nachmachen. Ergebnis? Ja. Sind es die Flugleiter sagt nein. BG sagt nein. Also nicht nachmachen, bitte. Das darf nur der Onkel. Der Onkel Smiley Flyer oder der Martin dürft es am Teer. Aber ist prima. Jetzt ist alles gut, pass auf. Du weißt schon, dass der in deine Richtung fliegt. Ja. So viel zu, was macht man alles nicht? Was sollte man nicht machen? Das war jetzt eine kleine Abhandlung davon, von mehreren Dingen. Verstehe ich nicht. Ja. Er dreht irgendwie höher, hat weniger Leistung und ist lauter. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, was da jetzt wieder passiert ist. Die Reserve schaut anders aus. Aber funktioniert noch. Weißt du, was der Fehler war? Ich habe das Wuchtgewicht noch im Propeller gelassen. Kann natürlich sein, dass das jetzt genau das Gegenteil macht. Die Klebstreifen, ja, oder was? Ja, weil du von einem Buchgewicht sprichst, ja, Klebstreifen. Das ist nämlich auch noch so ein Trick, einfach statt dran rumfeilen, an der leichteren Seite ein Stück Klebeband dran. Das war Attentat auf die Hand. Bist du da schon wieder im Weg? Greift er mich da an? So, ja, eh schon. Das Wuchtgewicht ist weggeflogen. Hat sich schon selbst entfernt. Der hält anscheinend nichts drauf. Dann kann man es nicht ändern, dann ist es so. Frechheit. Für den Propeller mache ich jetzt keine großartige Wuchtaktion mehr. Ja, also so ein Viertel mehr Schub braucht er jetzt schon für gleiche Leistung. Also mindestens. Sahara-Staub. Ach so. Der Sahara-Staub. Das ist auf jeden Fall zweifelsfrei. Wie schon gesagt, gestern war es ja richtig braun.
Ui. Geht ja gar nicht runter. Was ist hier los? Thermik auf der Landebahn oder was? Also so kleine Walze, Böenwalze, keine Ahnung. Die dürfen wir nicht überschätzen. Und jetzt hast du deine Wischenerne dabei. Es ist halt wieder so ein geiler Tag zum Landung üben. Ich mach jetzt mal. Achso, warte mal, die hat doch gerade alle. Oh, falsch rum. Das ist schon über eine Minute drüber. Was sagst du da? Wie so aus den 60er Jahren so ein Isoband. Das hat genau die ABC-Propeller grau zum Auswuchten. Sehr schön. Geil. Was hast du jetzt verändert? Du tust so, als wenn es wuchtet. Ich habe das graue Klebeband auf irgendeiner Platte geklebt, geguckt, ob es schlimmer oder besser wird. Und da ist das Bleigewicht hier. Ja. Deutlich besser. Klebeband. Die Propeller ist natürlich jetzt eher lächerlich, aber. Oh! Jetzt ist das Klebeband da. Da war irgendwas jetzt halt auf Abwägen. Ja, da wird nicht lang halten. Da hat sich irgendwas ganz schnell verabschiedet. Wo fliegt denn der jetzt alleine? Weil ich mal kurz auf die Fernsteuerung schauen muss, dass der Timer auf 0 steht. Der war total schön. Hast du nicht mehr hingeschaut, hast du keine Eingaben mehr, ist der total ruhig geflogen. Naja, okay. Die liegt gerade durch die Sonne. Lassen wir mal besser. Bist du da noch ein wenig schwanzlastig? Kann das sein? Weil das war irgendwie. So ist so Gewippe gerade. Aber das liegt an den Klappen, die da ausgefahren sind. Ach so. Hier zweifelhaft. Leistung von dem Propeller fliegt jetzt lieber etwas langsamer. Gib mal Vollgas. Wir wollen den Terror erleben. Gehört das so oder macht ihr das von selber? Ich habe ein wenig abgekürzt. Ach so. Spritzig wie hier ganz am Anfang war es. Fehlt dir ungefähr ein bis zwei. Ja, da hast du einen Fehler. Zehnerpack ausdrucken. Sei doch. Ich soll ein komplettes Druckbild mal über Nacht laufen lassen. Bei mir druckt es momentan Fotoequipment. Adapterringe. Ja? Oder für mein Mikroskop, für die Mikroskop, ja nicht Okulare, sondern für die Linse, ja das sind Linsen. Habe jetzt einen Adapter gefunden. Aber weißes Filament. Ist echt ein Problem, weil da hast du dann Nebenlicht. Ja. Ich muss ihn noch mattschwarz anspritzen. Ups. Ja, ist weg. So, fertig. Du kannst. Ich hab's Klebeband wieder gefunden. Es klebt noch. Warum ist es weg? Da ist doch eine Trennschicht auf deinem Ding. Da ist doch eine Trennschicht drauf. So, jetzt üben wir noch einmal. Warte mal, stopp. So, die mutigen Kameramänner. Noch nicht. So, die mutigen Kameramänner. Ich bin jetzt da im Weg. Also, mach mal. Alter, wo hat das Ding jetzt? Oh.
stehe ich da im Weg? Wie der Propeller jetzt ausschaut. So, ein Ticken näher. Meinen Display möchten Sie bitte. Ja. Natürlich auch sein, dass jeden Moment irgendwer drum davon fliegt. Hey. Ja, weil jetzt schon auf zwei Drittel Leistung so ganz komische Geräusche von den Propeller kommen. Jetzt hat der Wind wieder zugenommen. Ne? Was waren das? Eins zu Blums. Oh, falsch rum zoomen wieder. Das mache ich total gern. Da, dein Wuchtgewicht. Ja, geil. Ich weiß nicht, das klebt eigentlich wie Sau. Ja, sag ich noch, geiler Stoff aus den 60er ist das. Ich weiß nicht, warum das weggegangen ist. Nix able. Boah, was für eine Leistung, ey. Irre. Ich brauch bloß noch Viertelgas geben. Aber jetzt ist es wieder ganz schön windig, ey. Mhm. Ja, flieg mal schneller da vorbei, das geht auch. Das ist jetzt ungefähr vorbei, ist was anderes. Bemühe dich. Du darfst ja auch schneller fliegen. Oh, die Wolke ist schön. Ich will ja nichts sagen, aber es ist zu nah. Okay. Für 70. Also das sind ja dann 100 fast. Also. Wird heute nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt drauf war. Schlimm. Oh, war heute Cheater, schlimm. Emergency Durchstart. Bevor der irgendeinen Quatsch macht. Bevor einem nichts mehr einfällt, Gas geben. Bevor einem gar nichts mehr einfällt, Vollgas. Oh, das ist schon auch nicht schlecht. 16er Brennweite. Aber ich weiß, was ich glaube, der Motor hat langsam einen Lagerschaden. Da ist ja ein Wandersmensch. Da sind zumindest Bäume im Weg. Du musst näher her. Ich habe das Weitwinkel jetzt drauf. Zu weit. So.